Denn einige Tage vor dem eigentlichen Bundesliga-Match wurde bereits ein Spiel dieser beiden Mannschaften ausgetragen. Es waren aber keine Profis am Werk, sondern Landtagsabgeordnete. Peter Ernsting war bei dem Duell in Hannover dabei. Wenn Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig spielt, kochen schnell mal die Emotionen hoch. Am Sonntag, 6. April, wird das Spiel in Braunschweig steigen. Die Polizei wird sicher gut zu tun bekommen. Bei einem Freundschaftsspiel der parlamentarischen Fanclubs beider Mannschaften war diese aber nicht vonnöten. Im Soccer und Racket Park am Lavaterhof trafen sich diese zu einem Kick. 2x20 Minuten wurden absolviert. Der Ministerpräsident Stefan Weil war mit von der Partie. Und das lautstark und durchaus parteiergreifend. Für Hannover, versteht sich. Aber Herr Ministerpräsident, für das Derby am Sonntag gab Stefan Weil dann auch noch einen Tipp ab. Möglicherweise ein leistungsgerechtes 0:0. Der Vollständigkeit halber. Dieses Spielchen ging 15:10 aus. Für den Fanclub von Hannover 96.